Ist es schon immer ein Traum von euch gewesen, dass sich ein Tablet-PC in ein Notebook verwandeln kann? Dann wird dieser Traum nun wahr. Das Touchlet XWi 10 Twin von Pearl bietet genau diese Kombinationsmöglichkeit. Bevor wir uns das Gerät näher anschauen und einen ersten Test umsetzen, wollen wir uns im Unboxing das Gerät sowie das Zubehör etwas genauer anschauen. Das XWi 10 Twin ist ein Windows-Tablet-PC, der als normales Notebook umfunktioniert werden kann. Per USB-OTG können sämtliche Peripheriegeräte wie beispielsweise ein Drucker, Scanner wie in einem normalen Windows-Rechner verwendet werden. Wer einfach nur auf der Couch surfen möchte, schnallt das Keyboard-Dock einfach und schnell ab und hat die volle Funktionalität eines Tablet-PCs. Das Gerät hat ein 10 Zoll IPS-Display, zudem 16 GB internen Speicher, der mit Hilfe einer MicroSD-Karte mit maximal 64 GB erweiterbar ist. Bevor wir uns das Gerät anschauen, so öffnen wir mal die Box und ja, müssen wir hier oben noch ein wenig öffnen. So, jetzt haben wir das. Ja, jetzt passt es. Neben dem Computer, dem Tablet-PC selbst, gibt es relativ wenig Zubehör. Da wären zum einen die obligatorischen Bedienungsanleitungen für Windows 8 bzw. für das Gerät selbst und zum anderen der Netzstecker, um das Gerät zu laden, bzw. der Micro-USB-USB-Anschluss, um das Gerät mit einem stationären Rechner zu verbinden. Ja, kommen wir zu dem Gerät selbst. Es wiegt relativ viel mit knapp 700 Gramm inklusive Akku. Es fühlt sich aber hochwertig an und ich zeige euch, bevor wir es einfach mal aufklappen, noch so ein paar Dinge. Das ist die Frontseite. Ihr seht hier sind die Seriennummern, die auf der Rückseite, wie das ansonsten oft bei solchen Geräten ist, sondern auf der Vorderseite inklusive zwei Lautsprecher links und rechts. Auf der Rückseite sind die Standfüße, wie man sehen kann, viermal vertreten. Ansonsten sind nur Schrauben zu sehen. An der einen Seite seht ihr dann die entsprechenden Anschlüsse. Zum einen ist es dann das Kabel für den Stromstecker, also fürs Netzteil, für die Micro-USB bzw. Micro-HDMI-Stecker. Ein Mikrofon ist entsprechend verbaut und die Micro-SD-Karte ist auch da, beziehungsweise das Kartenfach, um sie zu integrieren. Auf der Vorderseite, da kommen wir gleich noch zu, das zeige ich euch nochmal. Ich würde vorschlagen, wir öffnen den Rechner. Ihr seht, ansonsten sind keine Steckplätze mehr vorhanden. So, öffnen wir das Gerät und ich würde vorschlagen, wir schalten es auch ein, beziehungsweise haben es schon eingeschaltet. Ihr seht, auf dem Vorderteil, das wir eben übersprungen haben, ist der Power-Button, die Laut- und Leise-Wippe sowie ein Windows-Knopf, den man betätigen kann. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu den beiden Kameras am Gerät selbst. Die Frontkamera hat 0,3 Megapixel, ist also ja eigentlich völlig zu vernachlässigen und die Rückkamera hat 2 Megapixel. Wie gut hier die Qualität sein wird, werden wir euch in unserem Review später noch zeigen. Ja, was wir euch jetzt noch zeigen wollen, ist, wie man das Gerät oder wie einfach man das Gerät von der Tastatur abkoppeln kann. Und zwar ist die Tastatur mit zwei Magnetkontakten verbunden. Das heißt, ihr bekommt sie auch so einfach wieder ab, indem ihr einfach, wie im Bild zu sehen, sie rausschiebt aus dieser Tastatur, sodass der Magnetkontakt sich auflöst und genauso könnt ihr sie auch bei Verwendung wieder einsetzen und dann verwenden. Ja, das vielleicht mal so als ersten Eindruck. In wenigen Tagen folgt dann das Review. Solltet ihr Fragen zu diesem Produkt haben, nutzt gerne die Kommentarfunktion, lasst eine Bewertung da, abonniert unseren Kanal gerne kostenlos und bis in wenigen Tagen.